Sind live. Okay, dann legen wir mal los. Ich fange mal an mit einem Sumpf. Doug Witchell. Ja. Will ich mal ein Duett spielen? Siehst du ein Schwert, Fire-Eis, Fact of Fiction, ein Gears Blessing und ein Counterspell? Ich glaube, ich würde mal das Fire-Eis nehmen. Alles klar. Dann spiele ich noch so ein Skittering Scourge und dann bist du dran. 3-2 und wenn eine neue Kreatur kommt, musst du opfern. Genau. Ich klicke mal einen Flooded Strand, zu dir ab. Okay. Greif dich mal 17 Lebenspunkte. an. Okay. Würde ich eine Therapy auf dich spielen? Da muss man so ein Schwert fliegen hier. Dabei gehe ich Ja. auf 16. Und dann resolve die Therapy. Okay. Sage ich mal Counterspell. Siehst du noch ein Slice and Dice dazu? Okay, gut, dann spiele ich noch ein Land und du bist dran. Rot. Nice. Glaube, das Deck kennst du aber auch schon. Haben wir auch schon mal gegeneinander gespielt. Ich weiß, können wir später nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, ob das Machine Head ist oder ein Aggro-Deck. Also sieht cool aus. Go mit 4. Okay. Da fängt es schon an. Okay, du bist. Go bis zum Upkeep. Und dann Abgibt. einmal deinen Sumpf reportet. Ja. Spiele ich einen Platz 10 Meier. Slice and Dice, wenn du cycles, macht es einen Schaden. Was passiert, wenn du das hardcastest? Vier Zwei. Schaden. Ach, Nee, vier, für okay. 6 Mana. Ist quasi die perfekte Antwort für Decree of Justice. Ja. Gut, dann bist du erstmal wieder dran. Alles klar. So. Dann spiele ich einen Reflecting Pool. Der kann jetzt jede Farbe machen, weil das beim Opfern Ja. jede Farbe macht. Ich gehe mal auf Action. Alles klar. Zack. Für 2 Mana ein Blessing auf Counterspell, Swords to Plowshares, Fire-Eyes. Okay. Go mit 5. Okay. Jetzt habe ich mal hier. Haben wir dir 3 Leben gemacht? Ich nicht. Bing, bing, bing. So. So, ich habe mir 3 Leben gemacht hier. Ja, ich hatte es noch nicht gemacht. So. Slice and Dice hast du da. Kannst du deinen Discord muten, solange wir aufzeichnen? Dann verrätst du, wie das Auf den geht. Tab kannst du einfach Rechtsklick machen und dann stumm schalten. Das geht Ach bei meinem so, Browser. ja. Das funktioniert so eben nicht. Ich kann auch Discord einfach ausmachen. Ich glaube, Wenn das geht natürlich einfach. okay ist, wäre natürlich Ja, offen. ja, ja. Was mache ich für Sachen? Vier Handkarten hast du, Nee, ne? 5. Fünf sogar. Okay. Tja.
Spiel nochmal so ein Skirk und du bist dran. Im Endstep würde ich nochmal ein Schwert drauf machen. 25. Flooded Strand und go mit 4. Okay. Ich habe meine Arena versuchen zu spielen. Resolve. Gut, dann bist du dran. Im Endstep fetche ich auf 15. Bin Fact of Fiction. Schwert, Gran Colosseum, Sheevan Reef, Absorb, Counterspell. Ich sag mal Absorb und die Länder und Schwert und Counterspell. So. Ja. Würde ich Absorb und die Länder nehmen? Okay. So, warte mal. Die sind richtig hier weg. Zack. Zack. Und die auf der Hand, ne? Das waren die Piles. So. Was haben wir hier alles jetzt? Also 7 Handkarten sind das. Grün, farblos für ein Blessing auf Blessing, Act of Fiction, Sword. Handkartenst du? Ich habe drei. 3 Handkarten. Dann gebe ich den Zug zu dir ab. Na gut, dann verliere ich ein Leben. Ja. Eine Karte. Spiele noch ein Land. Und gebe meinen Zug wieder ab. Dann im Endstep Grand Colosseum und go. Okay. Tja, und du bist wieder dran. Im Endstep Impuls. Drei und da. Draw. Reflecting Pool. Weiß. Humility. Und go mit 4. Okay. Ich spiele noch ein Land raus und du bist. Und go. Und du bist. Dann habe ich Fact of Fiction. Humility, Flooded Strand, Fair Ice, Dust Bowl, Grand Colosseum.
Ja, Fire Ice und der Rest. Ich nehme mal den Rest. Okay. Ja, wahrscheinlich hätte ich das Dustbowl noch zu dem Fire Ice dazulegen sollen. Kannst du noch machen, wenn du willst. Weiß nicht, ändert das was an deiner Entscheidung? Muss einmal kurz überlegen, was ich gezogen habe. So waren wir, ne? Ja. Also. Fire Ice Dust Bowl. So einloggen. Ich glaube, das ist besser, ja. Dann würde ich den Pfeil nehmen. Okay. So, den in die Hand. Dann mein Draw nochmal nachgeholt. Reflecting Pool und go. Okay. Ich muss ja Mono Removal auf der Hand haben. Ich würde meine Therapy auf dich spielen. Therapy, ja, weil du es eh kennst, absorbiere ich die mal. Ja. Gehe auf 18 Lebenspunkte. 18, dann bist du dran. Im Endstep tappe ich mal einen Sumpf bei dir und ziehe eine Karte. Kurz überlegen. Ah, sorry. Meinem Endstep wird so. Ja, ist okay. Ziehe eine Karte, dann gehe ich in meinen Zug. Das Bowl und go. So, du hast 5 Karten. Ja. Du bist dran. Dann mache ich im Endstep 6 Soldier. Ja. Ziehe eine Karte vom Cycling. Karte. Spiele eine Insel. Spiele einen Furnace, den ich direkt aktiviere auf dich. Die oberste ist das, Ne, ne? die unterste. Ach, die unterste. Genau. Dann geht ein Darkwatch. Dann für 6. Dann gehe ich auf 18. Und dann bist du dran. Okay. Mannkarten, du bist. Nach dem Draw die unterste Karte bei dir bitte. Angriff für 6. Dann gehe ich auf 12. Dann habe ich ein Sheevan Reef. Und dann snipe ich hier eine Therapie weg. Die oberste. Die oberste, ja, das macht Sinn. Und dann gebe ich ab mit 5 Handkarten. Okay. Fünf Handkarten. Mal Insidious Dreams spielen, 2 Karten abwerfen. Wo sind wir gerade? In deiner Wir Main? sind im Step. In meinem Endstep? Dann würde ich in Response mal für Rot zack Weiß würde ich einmal Slice and Dice Cycle. Ja. Würde aber nicht schießen wollen. Noch machen. Das gleiche nochmal. Dann resolve das.
Okay. Ich bin auch bescheuert, ich muss drei Karten abwerfen, sehe ich gerade. Ist okay? Ja, safe. Ja, sorry. Alles. Nee, alles gut. Ich gehe sowieso stark davon aus, dass du noch irgendeinen Counterspell hast, von daher lassen wir uns mal überraschen. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird das sowieso nichts. Gut, drei Karten lege ich mir oben drauf. Dieser Reihenfolge zum Teppich. Ziehe. Dann bist tatsächlich erstmal wieder du dran. Hey, diese Erratic Explosion ist ja Hexerei, ne? Ja. Okay, dann Fact of Fiction im Endstep. Decree, Counterspell, Impuls, Sheevan Reef, Plains. ja, ein Counterspell und den Rest und ich hoffe, dann hast du mich auch. Counterspell. Ja. Okay. So. Warst du am Wochenende in Maintal? Nee, war ich nicht am Start. Nee, warst du Dementsprechend auch du nicht. auch nicht wahrscheinlich, ne? Nee, nee. Nee, Ja, ich das hatte noch ist. überlegt, irgendwie spontan irgendwie hinzufahren, aber dann gerade an dem Samstag sollte ich dann irgendwie doch wieder arbeiten. Und ich war so, mal kurz überlege, ob ich mich irgendwie krank schreiben lasse, aber das war mir dann irgendwie auch zu nervig. Also. Lange wärst du gefahren? Ich glaube, ich wäre tatsächlich am liebsten auch schon Samstag zum Oldschool-Spielen gekommen dann. Ach so, und Sonntag war prima, oder? Oder nee, genau. Samstag war Oldschool, genau. Und Sonntag wäre dann Premodern gewesen, genau, ja. Bei Oldschool Und spielst du Domi auch und an Phil, Ort. glaube ich, Samstag Nachmittag sind die irgendwie schon gefahren. Mit denen hätte ich dann mitfahren können. Aber ja, dann Sonntag da irgendwie alleine runtergurken, so hatte ich dann irgendwie auch nicht so den Nerv. Nee, ne? Gut, ich würde tatsächlich nochmal anfangen. Dreams gegen Counterdeck zu resolven ist auch mal Ja, nicht es schön, ne? ist traurig auf jeden Fall.
So. Ja, ich probiere das mal. Ich auch. Okay, fange ich im Sumpf an und du bist. Grand Colosseum und du bist. Okay. Mountain und du bist dran. Flirtsband und go. Okay. Würde ich dann mal so ein Hippie probieren? Ja. Dann bist du dran. Dann gehe ich auf 19 und schwerter den. Jo. Patsche. Eine Insel. Gehe auf 17. Ein bisschen schwer zurück. Ist Ich okay? habe dich, hab dich auf 18. Du hast einen Damage vom Eins, Kolosseum und zwei, einen vom drei. Fett. Genau, und jetzt nochmal Kolosseum für Grün. Ach so, du hast früher, ja, so, okay, sorry, ja. Wow. Dann den Debris und dann bist du dran. Okay. Spielen Stronghold, ein Dark Ritual. Ich ein Skirk spielen. Und dann nochmal eine Seuche auf Soldier. Alles klar. Dann bist du dran. Arakao ist die auf 15 und spiele Humility. Okay. Und dann bist du dran. Dann hau ich dich mal für eins. 14. Ich bin am Land und du bist. Insel und go. Okay. Komme wieder für eins vorbei. Dann habe ich 13. Und dann bist du ja dran. Ich versuche ein Fact of Fiction. Ja. Habe ich? Ja. Slice of Dice, Grand Colosseum, Impuls, Slice and Dice, Sheevan Reef. Sag mal die beiden Slice und Dice und den Rest. So, Ja. nehme ich den Rest. Okay. So. Will Sheevan Reef, gib den Zug zu dir ab.
Also wieder für 1 vorbei. 12. Kurz gucken. Dann bist du dran. Dann Impuls. Was gefunden? Mal. Ja. Dann immer noch im Endstep Impuls. Und alle Dinge sind drei. Okay. Ja, jetzt musst du irgendwas Tolles gefunden haben, aber auch. Das, was ich Tolles machen kann, hast du abgestellt. Mit deinem Dings. So. Draw. Spiele ich einen Dust Bowl. Gib den Zug. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gib den Zug zu dir ab. Okay. Kolosseum nehme ich mal auf der Hand. Ja, ich komme ja auf 1 vorbei. 11. Und dann war es das auch schon wieder. Okay. Weil es eben so gut geklappt hat, mache ich noch einen Impuls. 1, 2, 4. Dann schmeiße ich einen Chivalry weg und zerstöre dein Sulfurous Blitz. Okay. Oh. Steven Reef und go mit 7. Ich greife schon an für 1. 10 Lebenspunkte. Spiel Springs raus. Sieben Handkarten hast du. Ja. Ah, davon ist ein Kolosseum, das ich noch kenne. Genau. Factor Fiction hat er 1 gespielt, ne? Ja. 4 Impuls. Ja. Auf so einer Reihe. Spiele ich eine Therapy. Warte kurz. Ja. Bevor du was nennen musst. Ich auf 9. Schwert er dein Skirch? Bist du auf 23? Gehe ich auf. Acht. Spielen Disenchant auch wie solche. Okay. Dann tja, was sage ich denn jetzt? Fact of Fiction. Dann siehst du. Oh nee, auch bescheuert eigentlich, ja, egal. Ja. Absorb, Counterspell, Humility und 2 Länder. Ja, okay. Dann bist du dran. Dann tausche ich ein Sheevan Reef gegen dein Wolrath Stronghold. Ja. Eben schon verwundert, dass du das nicht gleich genommen hast. Ja, du hast ja noch keine Kreatur im Friedhof. Und darum dachte ich, noch ein bisschen. Ja, das auch wieder ein Recht, aber ja. Grand Colosseum und go. Und du wirst auf dich. Du wirst auf mich. Besser wird es absurd nicht. 1, 2, 3. Gehe ich auf 7, ja. Spiel absurd. Okay. 1, 2, 3, 10. 10. Gut, dann spiele ich noch ein Land raus. Und du bist dran. Reflecting Pool und go.
du bist. Im Endstep schmeiße ich die Alakar West weg und zerstöre dir dein Duel. Mein was? Dieses Sulfurous Springs. Ja. Und dann go. Gemstone Mine und du bist dran. Dann ein Grand Colosseum gegen deine Gemstone Mine. Ja. Und go. Springs und du bist. Im Endstep, Fact of Fiction. Ja. Sheevan Reef, Gear's Blessing, Fire Ice, Plains, Fire Ice. Blessing hast du im Friedhof auch schon, Ja. ne? Ja. Ja, Fire Ice und ein Blessing und den Rest. So, Ja. würde ich die 3 nehmen, dann Okay. habe ich einen Blessing-Trigger. Ist okay, Resolve? Ja. Tja, dann gehe ich mal in meinen Zug. Flooded Thread und go mit 8. Das heißt, ich würde in Discard gehen. Werfe einen Sheevan Reef ab. Okay. Ja, du bist. Ich fetch mal im Endstep, bin auf 9. Sheevan Reef und go. Du erst. Würde ich counter. Ja. Dann bist du wieder dran. Dann opfer ich ein Sheevan Reef für deine Springs. Ebene und dann go bis zum Upkeep. Okay, Upkeep. Da tappe ich einmal deine rote Quelle und ziehe eine Ja. Karte. Und dann kannst du weiter. Spielplatz St. Meyer und du bist dran. Reflecting Pool und nochmal Go bis zum Upkeep. Und dann gleiches Spiel auf Rot. Ja. Dann ziehe ich. Sechs Karten, du bist. Impuls im Endstep. Ja.
Was? Insel und Gobes zum Abgib. Abgib. Ja, gleiches Spiel. Ja. Tja, du bist wieder dran. Das Täglich grüßt das Murmeltier, Impuls zum ist Endstep. das spannendste Spiel seit langem. Was gefunden? Moment. Dann untap, draw. Go mit 7. Okay. Abgib. Kein Effekt. Okay. Sieben Handkarten. Ja, zeig mir her den Counterspell. Habe Ja. Dann bist du dran. Endstep für 4 Mana Fact of Fiction. Adaka Ways, Counterspell, Slice and Dice, Decree, Exort. Decree und den Rest. Und Rest. Jetzt habe ich hier einen Handkarten 5, das heißt 10. Musst du eh einiges abwerfen. Ja, ein Rest. Na gut. Immer noch im Endstep. Slice and Dice umgewandelt. Zug. Oh. Haben wir grün, farblos, für ein Blessing. Ja. Trifft Free Fact of Fiction Counterspell. Land for Turn ist eine Adaka Waste. Und dann würde ich in Discard gehen Ja. und zwei Flooded Strands abwerfen. Okay. Gut, Abgib. Kein Effekt. Bitte? Ja. Du wärst auf dich. Habe ich ein Counterspell? Ja. Dann bist du wieder dran. Draw. Und go mit 7. Okay. Land und du bist. Dann kommen ein paar Soldaten, und zwar 8. Ja. Ziehe eine Karte. Kurz überlegen, ob ich noch was mache. Acht Soldaten hast du. Sechs. Macht das einen Unterschied? Ja. Ich glaube, ich würde dir gerne zwei davon Funeral haben. Ja, 6, 7, 5 müssten es jetzt noch sein. Dann Draw für den Cycling. Draw for Turn. Dann für 6. Ein Blessing. Auf Blessing. Auf Impuls. Okay. Draw, Reflecting Pool,
Und Gorm mit 7. Okay. Dann ziehe ich mal. Du wirst auf dich spielen. Response würde ich mir noch mal 4 Soldaten machen. Okay. So, vier Soldaten. Heißt, das sind jetzt auch 5. 10 Soldaten liegen hier. Dann Reserve, dann Duress. Was hast du da noch alles? Noch ein Dings. Ja, ich glaube, es ist echt egal, glaube ich. Ja. Ja, ich nehme mal einen von den Blasts. Ist klar. Ich glaube, 10 Soldier Tokens. Du, du, du. Ich nochmal einen Terminaten. Ja. Dann bist du dran. Für 9. Ja. Grün, farblos, Blessing auf Blessing, Counterspell, Counterspell. Und dann gebe ich den Zug zu dir ab. Okay. So, gucken wir, was ich jetzt hier. Da nützt mir jetzt auch nichts mehr. Ja, hast du gewonnen. Wie du ausgeflattet bist. Ja, das war jetzt nicht so das allerspannendste Spiel. Ich glaube, da Nee. können wir uns drauf einigen. Auch das erste, ne? Auch so viel länger gezogen, ne? Ja, ich habe tatsächlich alle vier, na doch schon, hier, wie heißen sie nochmal? Dreams? Alle vier Insidious Streams habe ich gezogen Ach du und jede Menge Kacke. Länder. Das gibt's ja nicht, ey. Aber ich glaube, das Deck hat auch einfach zu viele Karten, die halt nichts gegen dich machen. Ne? Also die ganzen Funeral Charms und sowas, das ist halt Terminate, das ist ein Witz irgendwie gegen dich. Ja, Ja. das stimmt schon. Können wir einmal zeigen, wer gebornt Nochmal hat. die Seuche, aber wie gesagt, du hast ja auch hier die Ja. Chance und Tralala, das ist schwierig. Nicht. Ja, ich glaube auch. Also muss echt schon eine schnelle Dings haben, eine schnelle Arena gepaart mit Discard, aber ist einfach Ja. zu krass mit diesen Fact of Fictions, die dann alles wieder reinschaffeln. Ja. Naja, was hast du rausgebordet? Dann würde ich danach das Video stoppen. Rausgebohrt, ich habe die Kombo Ach so, ja. rausgebohrt. Also vier Insidious Streams, den Trago und die Red Explosion habe ich rausgebohrt. Ich hatte noch überlegt, ob ich gegen dich noch hier die Negator noch reinbohren sollte, Oh aber nee. nee, Na. wie gesagt, mit deinem Fire Ice und ne, dann hast du die Abilities noch und sowas, das Ja. war Slice and Dice. 4 Slice Schaden. and Dice, das hast du auch noch, ja. Das macht keinen Sinn. So, dann will ich einmal stoppen die Aufnahme.